Und der HSG Nordhorn-Lingen wurde präsentiert vom Ingenieurbüro Steffen Burchardt in Aue. Und der Spielmann der Begegnung wurde präsentiert von der Firma Elektro-Peter aus Tschornau. 3, 2, 1. Vielen Dank um die Ruhe hier im WIP-Raum. Dankeschön. Halbzeitstand 15:20, Ende 28:33. 1430 Zuschauer in der Erzgebirgshalle. Ich begrüße zu meiner Rechten den Trainer der Gäste, Heiner Wildmann, und zu meiner Linken unseren Trainer Stefan Satt. Heiner, Glückwunsch zum Sieg und natürlich das Statement des Gästetrainers zuerst. Ja, schönen guten Abend, und ich muss erst mal fragen, wo Rüdiger ist. Ach so, okay, na ja, mal macht, hab ich mich drauf gefreut. Auch schon vorspielen. Nichts gegen dich. Okay, ja, ich fange erstmal an mit auch einem Glückwunsch an Stefan und auch an den ERV Aue zu einer wirklich starken Saison und den Klassenerhalt. Habe ich auch schon vor dem Spiel Stefan gesagt, spielen eine klasse Saison und auch tollen Handball. Zum Spiel heute, ja, das war das erwartet schwere Spiel. Mir war das klar, dass auch nach dem Klassenerhalt das Aue da nicht locker lässt und da irgendwas herschenkt. Und wir mussten schon 60 Minuten wirklich hart arbeiten. Ich glaube, wir haben im Angriff über 60 Minuten eine sehr gute Leistung gebracht. 20 Tore in der ersten Halbzeit sind natürlich ein überragender Wert in Aue. Zweite Halbzeit fand ich, haben wir das auch gut gemacht über weite Phasen, aber im Abschluss war das nicht mehr ganz so gut. Nichtsdestotrotz schaffen wir das dann im Endeffekt, die gesamte zweite Halbzeit, das auf mindestens 4 Tore Abstand zu halten. Und von daher denke ich schon, dass wir das, obwohl das wirklich echt schwer war, und ich glaube, man hat gesehen, wie hart alle Spieler beider Mannschaften einfach arbeiten mussten, weil es auch so warm in der Halle war und halt extrem hohes Tempo war beider Mannschaften, ein attraktives Spiel. Trotzdem denke ich, dass wir es dann doch souverän gemacht haben. Ich bin da sehr stolz auf meine Mannschaft, weil klar, für uns geht es auch um viel, und das ist alles andere als einfach hier zu gewinnen, und einen gewissen Druck hat man ja auch, und die haben das sehr reif gemacht, sehr cool gemacht, und ich bin sehr glücklich über diesen Sieg in Aue, weil ich aus eigener leidvoller Erfahrung weiß, wie schwer das ist. Danke sehr. Heiner Wildmann, vielen Dank. Rüdiger ist da, steht links, eigentlich fertig. Also. So, Stefan, erst nochmal Glückwunsch zum Klassenerhalt. Und jetzt bitte dein Statement zum heutigen Spiel. Ja, danke für die Glückwünsche. Klassenerhalt, das ist uns logischerweise sehr, sehr viel wert. Und natürlich Glückwünsche zurück. Schönen Glückwunsch zum Aufstieg auch. Ich weiß, du musst jetzt sagen, rechnerisch ist es noch nicht durch. Ich habe da auch immer mahnenden Finger, aber ich glaube, ihr seid aktuell die stabilste Mannschaft, und ihr werdet diesen einen Punkt, den ihr rein rechnerisch noch bräuchtet, selber holen, oder vielleicht gibt ja auch Kobo heute Schützenhilfe. Von daher Glückwunsch, überragende Saison. Wer seit dem 9. Spieltag nur 3 Spiele verliert, der hat es dann auch verdient. Unheimlich clever gemacht, aber ich finde, wir haben das heute auch phasenweise richtig stark gemacht, haben kämpferisch voll dagegen gehalten, wir haben Nord und nichts geschenkt. Darum ging es uns. Nordhorn hat natürlich einen Traumstart hingelegt, 4-1. Ja, da war dann so der erste Druck, der sicherlich auch bei Nordhorn da war, war dann weg. Aber wir spielen bis zum 13-14 die Phase gewinnbar sogar. So, dann hat Nordhorn mal eine Überzahl, die spielen sie 2-0, das machen sie eben clever. Und ja, dann steht es zur Halbzeit minus 5. So, da haben wir gesagt, das ist ein weiter Weg, aber wir wollten voll dagegen halten. Mit den 20 Toren waren wir natürlich nicht zufrieden, mit den 20 Gegentoren, da waren wir zu lieb, da waren wir zu brav in der Abwehr. Aber ich glaube, dann haben wir zweite Halbzeit ordentlich zugepackt. So, und wenn du dann in der zweiten Halbzeit deine Chancen komplett nutzen würdest, sprich 7 Meter, den einen oder anderen Pfiff kriegen würdest, den einen oder anderen mehr gehaltenen Ball, dann kann es ja nochmal richtig lustig werden und richtig spannend. Das hätte ich gern gesehen, aber nochmal trotzdem ein Riesenkompliment an meine Mannschaft. Der absoluten Top-Mannschaft derzeit absolut Paroli geboten hat, und deswegen Glückwunsch an alle, an uns, an Nordhorn, und feiern schön. Danke. Dankeschön. Stefan, Heiner, wenn du nächste Saison ein Video hier haben möchtest, dürfte ich aufsteigen, ganz einfach. Oder sag, nee, gut. Ja, Gott, das ist auch ein Ziel, irgendwann mal. Anfragen von der Presse gibt es keine. Dann komme ich mal rüber zu dem Bleib, wo ich sitze, zu den beiden Herren, die hier auf der rechten Seite stehen, zu den beiden
Players of the Match. Zuerst den der Gäste aus Nordhorn, die Nummer 9, Pavel Mikael. Herzlichen Glückwunsch. Das ist dein Wellness Grüner Frischeset. Lass es dir schmecken. Du hast ein paar mehr Flaschen als deine Kollegen auf der Heimfahrt. Die kannst du ganz alleine trinken. Ganz kurzes Statement bitte von dir zum heutigen Spiel. Ja, ich muss sagen, das Auer hat das ja echt richtig gut gemacht. Ich musste ja voll gegen kämpfen, aber ich muss sagen, das war diese 5 Tore Vorsprung erste Halbzeit, hat uns echt geholfen und dann in zweiter Halbzeit haben wir das einfach weiter durchgemacht. Vielen Dank, Pavel Mikael, Player of the Match. Der HSG Nordhorn-Dingen, unser Player of the Match, unsere Nummer 11, Binas Petraikis. Ich habe mich vorhin ganz kurz, bevor wir hier angefangen haben mit der Pressekonferenz, mit Benas unterhalten. Seinen beiden Junioren geht es gut. Er freut sich jetzt für Kevin, weil bei Kevin ist jetzt erstmal eine ganz turbulente Zeit angesagt. Bei ihm ist es schon ein bisschen ruhiger. Er kann ein bisschen mehr schlafen. Und vielleicht hast du auch Gelegenheit, in aller Ruhe dein Wernes Grüner frisches Set zu genießen. Und dein Statement zum heutigen Spiel. Ja, schönen guten Abend. Ja, ich denke, wir haben heute die beste Mannschaft in der Liga gespielt. Glückwunsch an Nordhorn. Gespielt überragende Saison. Ja, natürlich danke schön für unsere Publik. Ihr wart wieder wie immer geil. Einfach so. Dankeschön. Danke, vielen Dank. Wir kommen zum Foto und zwar mit den beiden Spielpräsentatoren bzw. mit dem Ballpräsentator. Als erstes will ich nach vorne den Spielpräsentator Ingenieurbüro Steffen Burchardt aus Aue. Wo ist er? Hier ist der Ball. Bitte schon mal Aufstellung nehmen mit den beiden Herren hier. Und ich bin nach vorn den Spielballpräsentator Elektro-Peter aus Schorlau. Hier ist der Ball. Vielen Dank für diese tolle Unterstützung. Während hier fotografiert wird, gehe ich mal auf die andere Seite und gebe mal das Wort an Rüdiger. Gut, du hast mich vermisst. Ich werde schnell vorbei. Ich habe gerade nicht, man kennt es ja schon eine Ewigkeit, ich werde nicht drauf müssen als Person, als Mannschaft nicht, denn andauernd nach Holland vorn macht er hoch den Schluss. Ja, also Glückwunsch, eine tolle Saison, beste Mannschaft für mich. Und du bist dann nur der größte Trainer von der Länge her, der längste, sondern du bist zusammen mit zwei auch der größte Trainer der Liga. Und ich gehe davon aus, dass du auch Trainer der Thron-Bundesliga wirst, das wird ja bestimmt in 2 Wochen bekannt gegeben. Wer sonst? Also, es war eine schöne Zeit mit dir, bleibt oben. Ja, das wollte ich jetzt noch werden, aber das nächste Jahr. Also, bleibt oben, ihr habt es verdient, war toll. Mit dir hat viel Spaß gemacht. Und du kannst mich auch mal nach Nordhorn einladen zum Spiel, da komme ich mal mit dem Kiel spielen. Sehr gerne, gut, also ansonsten, schönen Abend noch. Ihr habt bestimmt mitbekommen, wir haben einen neuen Mann verpflichtet, DeSantis. Das ist ein Schwede mit italienischen Vorfahren, hat in Dresden gespielt und ich denke, er kann ganz gut im Minde ersetzen oder auch mehr. Und ja, wir werden mal gucken, was noch vergeht. Ansonsten ein schönes Wochenende. War, glaube ich, ein tolles Spiel mit einem verdienten Sieger. Und dann sehen wir uns in 14 Tagen und da würde ich euch empfehlen, schnell die Kammer zu versorgen, weil es wird voll. Danach werden wir richtig gut in Mainz verabschieden, so wie er verdient hat. Und da arbeiten wir jetzt schon dran. Jetzt sind wir in Düsseldorf und haben sogar einen Sponsor gefunden, der uns die Übernachtung bezahlt danach. Und da werden wir erstmal frühzeitig losfahren mit Tageshotel, dass wir das Spiel, wenn das Spiel möglicherweise gewinnen, wollen beide Spiele gewinnen. Und ja, ansonsten, wie gesagt, schönes Wochenende, bis bald. Das war die Betrieb heute noch Bier und wir sind auch noch Bier zusammen. Deine Wertschung Rüdiger ist langsam wieder auf dem Weg. Hier nach vorne an den Tisch, ein bisschen dauert es noch. Das nächste Spiel habt ihr mit mir noch zu tun und ich glaube, nächste Saison ist Rüdiger dann wieder hier vorne am Start. Ich möchte noch einladen zum Spiel am 8.6., wie er es schon gesagt hat, gegen TuS Lübbecke. Und für nächsten Samstag, ihr seht es hier vorne an unserem Tisch, in Auer-Nickelodeon Kinocenter, wenn die Jungs in Düsseldorf zugange sind, können wir uns das Ganze im Auer-Nickelodeon anschauen, gemeinsam beim Public Viewing. Es gibt noch 20 Karten. Wer also noch mit möchte, kaufen und mitkommen, wird mit Sicherheit eine lustige Sache. Das soll es von mir gewesen sein. Vielen Dank. Schönes Wochenende euch. Eine gute Nachhausefahrt. Es gibt 2 Kästen Wernes Grüner mit im Bus. Und naja, was soll ich noch sagen? Viel Erfolg in der Liga 1. Also bis zum nächsten Mal. Noch nicht da, aber wie gesagt, Stefan hat es schon richtig gesagt. Macht's gut, kommt gut nach Hause. Und auch vielen Dank an eure mitgereisten Fans. Ebenfalls gute Nachhausereise. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Gut auf!